Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und verschiedene für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Und ja, da war ich letzte Woche ein bisschen fleißig. Hab 1-2-M Plus gespielt und ein bisschen was an Arena, um quasi auch die PvP-Slots auszufüllen. Da kann ich euch mal zeigen, mit M Plus bin ich mittlerweile fertig. Mein Ziel war es ja, quasi einmal das Mount zu holen, was man ab 2K-Score kriegt. Und dann noch dementsprechend diese Achievements, ne, dass man quasi die ganzen 20er in Time hat, um dementsprechend die Heldentaten zu bekommen und dann noch zusätzlich diese Teleports. Das kann ich euch mal zeigen. Achso, jetzt sind diese ganzen PvP-Sachen da drin. Gucken wir einmal hier unter die Heldentaten und dann Dungeons rein. Dann seht ihr, jetzt habe ich hier auch Karasan fertig, Mechagon, Grimrail und so weiter. Ne? Also sprich, bin ich mit M Plus durch. Dementsprechend habe ich ein bisschen mit Arena angefangen. Habe jetzt erstmal angefangen ein bisschen zu gieren, habe schon ein bisschen was vom Mount erspielt, ein bisschen Dreier gespielt tatsächlich und ja, jetzt bin ich quasi am PvP-Gear dran. Achso, jetzt habe ich den Warmode nicht angeschalten, das Zeug ist quasi im Warmode bzw. in der Arena ja höher vom Item-Level. Ich habe das jetzt auf 5 abgegradet, sprich das ist auf 301. Heißt, wir wollen da drin jetzt auch PvP-Gear holen. PvE-Gear brauche ich eigentlich dementsprechend keins mehr, weil im Plus bin ich jetzt durch. Und ja, jetzt schauen wir mal rein, was da so drin ist. Wenn ein krasses Teil drin ist mit Sockel, dann werde ich das nehmen. Sonst habe ich mir schon überlegt, dass ich die Marken nehme, um mir Sockel zu holen. So, jetzt können wir einmal gucken, was wir haben. Wir haben einmal einen Rücken im PvE-Gear. Den werde ich aber nicht nehmen, weil wie gesagt, ich brauche PvP-Gear jetzt. Dann haben wir einmal Handgelenke. Da habe ich mir schon welche geholt. Das sind jetzt die mit Crit, die sind eh schlecht. Ich brauche die mit Tempo oder Mastery. Dann haben wir hier einen Umhang. Da habe ich mir auch schon einen geholt. Das ist auch der mit Crit, der ist auch schlecht. Und was haben wir hier? Einen Trinket. Das ist irgendwie auch nicht sonderlich gut. Gut, okay, dann werden wir so machen, wie ich es mir dachte. Wir nehmen uns jetzt einmal hier die Marken. Den Key kriegen wir auch, aber wie gesagt, im Plus ist jetzt eigentlich für mich soweit durch die Season, beziehungsweise eigentlich für das Add-on, ne? Das haben wir gekriegt. Und Ruskara ist ein schöner Key. Mein Lieblings-Key, Hust Hust, ist der letzte, den ich gemacht hatte. Weil unseres Karasan fand ich jetzt eher ein bisschen eklig, ne? Nicht der Key an sich, aber das mit Randoms zu machen, ist halt schon immer interessant, was da Leute verzapfen. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe gehört, man kann sich jetzt damit 2 Sockel kaufen und nicht nur einen. Hier fügt ein Gegenstand Season 4 Shadowlands einen Sockel zu. Genau, auf dem Helm können wir es, auf den Hals, Armschienen, Gürtel und die Ringe. Und die kosten jetzt nur 3 Abzeichen, heißt wir können uns ganze 2 Sockelslots kaufen. Und ja, ich habe mir ja extra mein Legendaries umgebastelt. Ich habe jetzt quasi schon einen Ring und einen Hals, mein Legendary. Da kann ich quasi dafür sorgen, dass ich schon mal einen Sockel drin habe. Und jetzt könnten wir noch einen zweiten Ring sockeln, den habe ich aber noch nicht PvP-mäßig, sondern hier ist so ein PvE-Ding drin. Gürtel war glaube ich noch, oder? Genau, da habe ich auch noch ein PvE. Aber wir haben auf dem Kopf, haben wir schon PvP-Gear, da können wir schon mal einen Sockel reinmachen. Und auf den Handgelenken, selbiges, dann hätten wir da schon mal nochmal 2 Sockel. Und dann würde ich quasi nur noch einen Sockel auf dem Ring und den Gürtel brauchen. Da muss ich aber jetzt noch ein bisschen farmen. Also ich habe jetzt noch nicht an jedem Slot PvP-Gear. Da muss ich noch ein bisschen was holen. Ich habe ja letzte Woche quasi erst angefangen, hier das Zeug zu farmen. So, da hauen wir jetzt einfach mal einen Versa-Sockel rein. Ich bin mir zwar noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich habe gesehen, dass einige Leute auch mittlerweile auf Tempo gehen. Also ich spiele ja Katze im PvP quasi. Und ja, da geht man jetzt ein bisschen vom Mastery weg. Ich weiß nicht, Versa wird zwar immer noch wahrscheinlich King sein, aber da muss ich noch ein bisschen gucken. Eventuell sockel ich dann nochmal um, aber naja, die Sockel, die sind ja jetzt nicht sonderlich teuer, ne? Also da sollte das kein Stress sein. So, also auf dem Kopf machen wir schon mal einen Sockel rein. Und in den Handgelenken, und wie viel Versa habe ich jetzt? 26%, ist immer noch sehr wenig, ne? Weil mir jetzt unter anderem auf der Waffe noch Versa fehlt. Und auf den Schuhen habe ich, auf dem Gürtel habe ich nur einen kleinen Versa-Stat. Also da geht noch einiges, bisschen Item-Level kann ich natürlich noch erhöhen. Und ja, mal gucken. Gut, das wäre es eigentlich mit dem kleinen Opening soweit. Mich würde interessieren, was ihr so bekommen habt. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dahin, ciao.